Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Am Mikrofon sind wieder einmal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und das ist einfach ein Spiel, das eine Menge verspricht. Legia Warschau gegen Brügge. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. Das ist die heutige Aufstellung der Gastgeber in diesem Spiel. Sie treten heute offensiv an. Ein 3-4-3. Wie wir hier sehen. Also viel Absicherung bleibt da nicht wirklich. Nur eine Dreierkette, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen. Dieses extreme Pressing, was sie immer wieder spielen, geht natürlich ganz schön an die Körner, ne Buschi? Ja, das können wir wahrscheinlich auch heute wieder beobachten. Aber sie haben die Physis, um das durchzuhalten. Das machen sie immer sehr, sehr gut. Das Spiel beginnt. Er spielt den Pass auf den Flügel. Martins. Da kommt der Pass. Klasse Tackling. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ballverlust. Den Ball spielt er raus. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Sie machen das Tor, optimaler Start. Früh gehen sie in Führung, genau so hatten sie sich das auch erhofft. Tolles Tor, kann ich nicht anders sagen. Eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Aber das Ding ist nicht zu parieren, das kannst du nicht halten. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Gute Pässe jetzt. Hans van Acken. Van Acken, Bastost. Bastost. Hans Van Acken. Hans Van Acken. Former. Dost mit dem Ball.
Sie verlieren den Ball. Schöne Aktion. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Mekele. Manaken. Schöner Pass jetzt. Dost. Gut verteidigt hier. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Gefährlich! Martins. Sie bringen den hohen Ball. Der Ball ist drin! Super Timing per Kopf! Da kommt die Wiederholung dieser Szene. Ausgangspunkt ist diese Vorlage. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Former. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Tolles Zuspiel. Der Ball geht rein, aber sie sind weiter deutlich hinten. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Martins. Wird's jetzt gefährlich? Sehr gutes Tackling, das war wichtig.
Wieder so ein klasse Pass. Geht dazwischen und hat den Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Filip Mladenovic. Nachspielzeit, eine Minute. Schaut gut aus, aber sie müssen weiter konzentrierter arbeiten. Zur Halbzeit liegen sie auf jeden Fall mit 3:1 vorne. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin, das kann er besser. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Michele. Former. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Martins. Sie kommen über den Flügel. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Sie werden hier wechseln. Ecke kommt ins Zentrum. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Gibt Einwurf. Der Kopfball geht ins Seitenhaus. Filip Mladenovic. Jacek. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Die Gäste werden wechseln. Da holt er den Ball zurück. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Hans van Acken. Ist das der Anschlusstreffer? Schön gemacht, jetzt die Flanke. Sie machen das Tor. Ist es denn zu glauben? Kommen Sie hier doch wieder rein in dieses Spiel. Nur noch ein Tor Rückstand. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2.
Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Immer wieder diese schönen Passstaffetten. Martins. Martins. Jedrzejczyk. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Martins. Jedrzejczyk. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Vanaken. Danceville. Former. Hans Vanaken. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Und da ist der Ball wieder weg. Dost. Bas Dost. Kommt jetzt die Flanke? Gute Pässe jetzt. Alvarez Balanta. Und den spielt er gleich wieder zurück. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Former. Sieht gefährlich aus. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Sie haben es geschafft. Sie haben den Ausgleich. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Eine rassige Partie, viele Tore um Szenen, unglaublich gut zu gucken. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Jedrzejczyk. Martins. Jedrzejczyk. Martins. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Der Ballverlust. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Klasse. 90 Minuten sind vorbei. Es steht unentschieden.